Topfgucker TV empfiehlt. Jetzt zeige ich euch ein weiteres Highlight bei uns. Das ist unser cremiges Vanilleeis mit Haselnussecken und Rucola. Zuerst hacken wir den Rucola klein. Das Ganze vermengen wir dann mit den Haselnussecken. Die haben wir schon vorbereitet. Das sind also Haselnussecken und Raspeln. Geben wir einfach so ein bisschen dazu und mischen das gut. Das ist quasi unser Topping zum Eis. Dann nehmen wir die Kugel und wälzen die in unserem Rucola-Haselnuss-Gemisch. Das Ganze haftet leider nicht ganz so gut. Da müssen wir mal ein bisschen nachhelfen. Dann so, noch ein bisschen dazu. Und das Ganze verfeinern wir mit reinem Kürbiskernöl. So. Das ist also unsere kleine Raffinesse für den Sommer, unser Hingucker für heiße Tage. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das Eis bald bei uns genießen bei Grünzeugs. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.